Und ja, jetzt ist es halt Verkehrsrecht pauken, 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 dass wir da am Freitag die Klausur dann gut bestehen auch. Und ja. Formspuren, einmal die Schuheindruckspuren, einmal die Eindruckspur eines Reifens. Welche Erkenntnisse aus der Formspur des Schuheindrucks könnten Sie denn jetzt ziehen? Durch die Tiefe von dem Abdruck dann halt eventuell auch noch das Gewicht von demjenigen, der den Spur hinterlassen hat. Also zumindest mal auf die Körpergröße vielleicht schon mal schließen und dann gegebenenfalls auch vielleicht sogar aufs Geschlecht. Gut, hier haben wir jetzt verschiedene Blutspurenmuster. Als Beispiel ist ja schon drüber geschrieben, wir haben Situationsspuren hier. Das Bild Nummer 1, es ist ja schon drunter erläutert, dass es hier eine Aussparung zu sehen ist. Was wäre das denn auch noch für eine Spurenkategorie neben der Situationsspur? Das wäre halt auch eine Materialspur, weil man erkennt ja, welche Farbe das Auto hat, eventuell, ob es eine Sonderlackierung ist. Besonders spannend am Thema Kriminalistik ist natürlich, dass die Studierenden lernen sollen, wie sie möglichst effizient und effektiv Straftaten aufklären können. Ja, Kriminalistik brauchen die Studierenden natürlich schon zu ihren Praktikumszeiten. Wenn sie zum Tatort kommen, müssen sie natürlich auch direkt sehen können, wo sind Spuren zu erwarten, wo können sie gegebenenfalls sogar Spuren sichern, auch im Wach- und Streifendienst. Jetzt gehen wir gerade durchs Treppenhaus, wo es dann zu den einzelnen Etagen geht, wo dann auch die Klassenräume sind. Jetzt gehen wir gerade ins Erdgeschoss, wo sich dann auch die Kantine befindet und auch die Bibliothek. Also da schmeckt es auch ziemlich gut. Ich kann den Kaffee empfehlen. Ein Cappuccino bitte. Jetzt gehen wir mal in Richtung Bibliothek und dann kann man sich hier zum Beispiel Verfassungs- und Verwaltungsgesetze noch ein bisschen genauer anschauen. Ansonsten findet man hier halt jegliche Literatur, mit der man sich genauer auf verschiedene Themen dann auch vorbereiten kann. Hallo. Hallo, guten Tag. Ich wollte fragen, ob der aktuelle Stundenplan schon draußen ist. Sie sehen hier auf dem Tresen, da liegen die Planungen. Ich bin also voll drin, hier voll in der theoretischen Vorplanung. Wäre voraussichtlich heute Spätnachmittag, also spätestens morgen früh fertig. Wir sind also zuständig hier für die Studierenden im Polizeivollzugsdienst. Unsere Aufgaben bestehen einfach mal darin, für die Studierenden da zu sein, wenn es da um Dienstbefreiungen geht, wenn es um Fragen zum Studium geht, wenn es um Nebenbeschäftigungen, Dienstunfälle, Fragen aller Art, stehen wir als erstes mal für die zur Verfügung. Das Studium setzt sich zusammen aus mehreren Bestandteilen, geht über 3 Jahre. Davon sind 2 Jahre theoretisches Studium, 1 Jahr praktisches Studium. So, der aktuelle Stundenplan ist draußen, aber den werden wir morgen im Laufe des Tages erhalten. Und jetzt heißt es für mich nochmal ab in den Unterricht und Strafrecht. Also ich lerne jetzt gerade Verkehrsrecht, weil am Freitag auch die nächste Klausur ansteht. Da haben wir jetzt unsere drittletzte Klausur. Dann haben wir die ersten mit am Freitag, die ersten 7 Stück sind, dann haben wir dann hinter uns. Und ja, jetzt ist es halt Verkehrsrecht pauken, 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 dass wir da am Freitag die Klausur dann gut bestehen auch. Und ja, wir schreiben ja insgesamt 9 Klausuren und Mahlzeit Woche für Woche hat man meistens eine Klausur oder manchmal auch 2. Es zieht sich dann auch schon generell jetzt über einen langen Zeitraum und ja, wenn man jetzt halt eine Klausur geschrieben hat, ist es dann auch meistens oder ist es halt immer so, dass man mit dem Gefühl dort rausgeht, aber man bekommt jetzt natürlich nicht direkt gesagt, okay, es war jetzt gut, oder man bekommt auch nicht eine Woche später das Ergebnis, sondern es sind dann halt schon 1, 2, 3, 4 Monate. Ja, wie leicht fällt dir das Lernen so? Wie viel muss man da? Wie viel Stoff ist das denn eigentlich? Also es ist, von Fach zu Fach ist es unterschiedlich. Also hier sind jetzt die einzelnen Führerscheinklassen. In der Klausur in Verkehrsrecht müssen wir wahrscheinlich, so wie es sich jetzt angehört hat, einen Sachverhalt lösen. So.
Jetzt mache ich erstmal Pause. Genug gelernt fürs Erste. Jetzt mache ich mir erstmal noch einen Kaffee. Also bei mir ist es tatsächlich sogar so, dass ich sehr oft im Liegen lerne, weil ich mich so irgendwie besser konzentrieren kann. Also wenn ich da manchmal wirklich auch jetzt vom Kopf her so fertig bin dann auch, dann gehe ich auch manchmal hin, dann spiele ich auch einfach ein bisschen Playstation, um mich nochmal auf andere Gedanken zu bringen. So, jetzt habe ich erstmal genug gespielt. Jetzt geht's wieder ans Lernen. Also ich muss sagen, also Verkehrsunfallaufnahme war jetzt wirklich angenehm zu lernen auch, weil das ist jetzt halt auch im Praktikum kommen ja eine Wach- und Streifendienst und das können uns da auch tagtäglich dann erwarten, dann eine Unfallaufnahme, die wir dann durchführen müssen. Alles in allem muss man wirklich sagen, die Klausuren sind machbar, also es ist jetzt nicht, dass die unfair erstellt werden. Klar, man hat auch immer Zeitdruck, aber da das ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen, wird das auch dann extra gemacht, weil man natürlich auch mit dem Druck dann umgehen muss. Für heute reicht es jetzt erstmal, beziehungsweise heute Abend nach meinem Training geht es dann noch weiter, weil ich lerne auch gerne abends, bevor ich schlafen gehe, lese ich mir gerne noch einmal alles durch, weil ich es dann auch irgendwie ein bisschen besser behalten kann. So, jetzt geht's ab ins Training.